Mein Name ist Wolfgang Lerch. Ich kenne Eugen Roth schon seit langen Jahren im gewerkschaftlichen Zusammenhang, aber auch im Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion. Wir haben lange zusammengearbeitet und ich schätze Eugen Roth sehr, insbesondere wie ihm seine zwei Funktionen. Das eine ist seine offiziellen Funktionen, das heißt in seiner Eigenschaft im Rahmen des Interregionalen Gewerkschaftsrates, im Rahmen des Wirtschafts- und Sozialausschusses. Da ist er seit Jahren, Jahrzehnten grenzüberschreitend eine treibende Kraft, eine gute treibende Kraft. Das ist so quasi die politische, offizielle Seite. Ich weiß aber auch seine persönliche Seite. Dadurch, dass ich eng, lange mit ihm zusammengearbeitet habe, kenne ich ihn, glaube ich, auch ein bisschen persönlich. Und da weiß ich, dass er diese grenzüberschreitende Aktivitäten wirklich auch vom Herzen her mitbegleitet. Das geht bei solchen Fragen, die großen kulturellen Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland, Luxemburg und Belgien, beispielsweise beim Mittagessen. Ich habe immer seine Fähigkeit bewundert und ihm ein bisschen nachgeeifert, welche Fähigkeiten er hatte, mit Franzosen, mit Deutschen, mit Luxemburgern, mit Wallonen ein Mittagessen zu gestalten. Und das ist aus deutscher Perspektive schon was ganz anderes, ob man isst, um satt zu werden, oder ob man einem Ereignis beiwohnt, in dem eigentlich die wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Nicht bei der offiziellen Tagesordnung, Top 1, Top 2, Top 3, wie das in Deutschland üblich ist, sondern wie das in Frankreich, im frankophonen Bereich üblich ist. Und Eugen hat es immer verstanden, diese Balance zwischen der deutschen auf der einen und der französischen Kultur, nenne ich es mal, hinzubekommen. Und ich glaube, das ist seine ganz große Leistung, die auch von den Franzosen, von den Luxemburgern, von den Wallonen anerkannt wird. Sie akzeptieren ihn, dass er sich nicht nur bemüht, sondern er macht es von Herzen her. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenschaft, die Eugen prädestiniert, im großregionalen, im grenzüberschreitenden Bereich besonders herausragend zu sein.